freuen auf eine Frau, die den Regen liebt. Ja, sie ist ein richtiger Regenfan. Und das ist ja bei uns im Norden, ist sie da ja nicht unbedingt an der falschen Adresse. Annika Brieber ist Meteorologin und arbeitet hier in Bremerhaven im Klimahaus. Und ihr Vortrag trägt inoffiziell den Titel, ich muss es mir aufschreiben, Verdebbel noch einmal, aber rach, es schütt wie aus Eimer. Die Hessen, die unter uns sind, mögen mir das verzeihen, ich kann kein Hessisch, aber dieses Verdebbel noch einmal, aber rach, es schütt wie aus Eimer klingt spannend und deshalb freut euch auf Annika Brieber. Viel Spaß! Klimahaus hier in Bremerhaven. Und ich schätze mal, die meisten von euch kennen das Klimahaus oder waren sogar schon mal da und haben zumindest irgendwie eine Assoziation dazu im Kopf. Also es geht da um andere Klimazonen, um eine Weltreise, um fremde Länder, um andere Sprachen. Und insofern passt mein Vortrag da jetzt 1a dazu, denn es geht um statistische Auswertung zeitlich hoch aufgelöster Niederschlagsdaten und der Zusammenhang mit der atmosphärischen Zirkulation in Hessen. Okay, erste Frage ist vielleicht, wieso jetzt Hessen? Okay, liegt auch auf dem 8. Längengrad, aber die von Ihnen, die schon mal im Klimahaus waren, haben Hessen da vielleicht jetzt irgendwie nicht wiedergefunden. Okay, Sie können sich schon denken, es geht jetzt gar nicht in meinem Vortrag um meine Arbeit im Klimahaus, sondern das, was ich davor gemacht habe, nämlich am Umweltamt in Wiesbaden Niederschlagsdaten ausgewertet. Und wenn Sie sich jetzt fragen, okay, warum verschwendet jemand seine Zeit damit? Ich hoffe, Sie können in den nächsten 10 Minuten irgendwie dann nachvollziehen, warum das ein unglaublich spannendes Thema ist und unglaublich wichtig ist, auch wenn es vielleicht ein bisschen langweilig klingt. Hessen. Also was die anderen Sprachen und die anderen Kulturen angeht, bringe ich jetzt doch ein bisschen Klimahaus-Exotik mit rein. Hessen ist ein Bundesland, in dem ja anders gesprochen wird. Ich kann es tatsächlich auch nicht vorlesen. Sind irgendwelche Hessen hier, die das einmal irgendwie aussprechen können? Hier unten. Ja, bitte? Die Dame, bitte. Einmal laut. Verdebbel nochmal. Okay, alles klar. Also für alle von uns, die da jetzt. Vielen Dank, vielen Dank. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Für alle, die da jetzt irgendwie nicht viel mit anfangen können, hier ein paar Eindrücke aus Hessen. Aber es soll ja eigentlich um den Regen gehen. Wie viel Regen gibt es in Hessen? Und da muss man jetzt erstmal ein bisschen was dazu sagen, wie misst man überhaupt Regen oder wie misst man überhaupt Niederschlag? Und da haben wir ja schon mal eine Einheit. Die meisten würden sagen, okay, Regen ist eine Flüssigkeit, das heißt, wir messen das in Liter. Funktioniert auch, aber meistens wird es tatsächlich in Millimetern angegeben. Lässt sich zum Glück 1:1 übertragen, also Millimeter pro Quadratmeter ist die Einheit, die wir jetzt gebrauchen können. Und ja, Niederschlag, so, wenn man jetzt sich Hessen anschaut, ist das Land komplett überzogen von so einem Netz aus Messstationen. An jeder Messstation steht so ein Niederschlagsmesser, so sieht die aus, nicht wahnsinnig Hightech, nicht wahnsinnig kompliziert. Hier läuft der Regen rein, hier wird abgelesen, wie viel Regen da drin ist. Das wird einmal am Tag abgelesen, also alle 24 Stunden, immer um 7 Uhr morgens, manchmal automatisch. Manchmal muss da auch ein Mitarbeiter des Wetterdienstes aufstehen und gucken, wie viel ist denn da drin, und das aufschreiben und wieder auskippen. Und ja, jetzt ist die Frage, so diese Tagesniederschläge, also 24 Stunden so, ist ja schon mal ganz interessant, aber wie viel ist denn jetzt eigentlich viel Regen und wie viel ist wenig Regen? Und um da sich mal ein bisschen ranzutasten, gucken wir mal, wie viel regnet es denn in einem ganzen Jahr in Hessen oder auch in Deutschland. Alles, was ich jetzt erzähle, kann man zum Glück ziemlich gut auf unsere Region hier übertragen, auf ganz Deutschland übertragen. Das heißt, wenn ich jetzt Hessen in ein Aquarium packe und es ein Jahr lang darauf regnen lasse, in dieses Aquarium, wie hoch steigt dann der Wasserpegel nach einem Jahr? Was können Sie sich vorstellen? Wie hoch steht das Wasser? 800 Millionen. 500 mm, 50 cm, das ist schon gar nicht so schlecht, das sind ungefähr 80 cm, kann man sich so ungefähr vorstellen. Super, so als Nachwirt weiß man das. Das Problem ist jetzt nur leider, damit, also das ist zwar ein schöner Durchschnitt, aber da haben wir trotzdem ein großes Problem. Und leider, genau, es ist nicht gleichmäßig verteilt, aber es gibt so schöne Karten, also wenn man mal guckt, in den Bergen regnet es ein bisschen mehr, und in den Flachland regnet es ein bisschen weniger. Nur leider, diese ganzen schönen Betrachtungen, die lassen einen wichtigen Aspekt außer Acht. Und der kommt jetzt. Und zwar haben Sie diese Bilder vielleicht schon mal sowas so ähnlich gesehen. Das war 2016. Mai 2016 in Braunschweig. Und das war ein Starkregenereignis, das ja absolute Rekorde getroffen hat. Und was von den Messstationen, die jetzt hier so alle 24 Stunden ab
das wäre ungefähr 6-mal gewesen, aber immerhin. Also es ist, dieses herkömmliche Niederschlagsmessnetz ist quasi nicht dafür ausgerichtet, um solche Extremereignisse, die eben zu solchen Katastrophen dann auch führen, aufzunehmen oder irgendwie überhaupt zu beobachten und zu messen, zu erfassen. Das heißt, wir müssen irgendwie die zeitliche Auflösung von diesen Messungen, von den Niederschlagsmessungen runterfahren. Wir müssen viel öfter messen in der Stunde. Und ja, wie macht man das? Man nimmt wieder die Station und stattet sie jetzt mit einem anderen Messgerät aus. Das heißt, man stellt dieses Messgerät einfach auf eine Waage und diese Waage misst alle Minute einen Wert. Das Problem ist, die Zahl, die da jetzt durchläuft, ist die Anzahl der Werte, die ich auswerten musste, allein für 17 Jahre, weil ich habe 126 Stationen ausgewertet, mal 17 Jahre, mal 365 Tage, mal 24 Stunden, mal 60 Minuten. Das heißt, ich hatte über 1 Milliarde Werte, die ich auswerten musste, alleine nur für so einen kleinen Bereich und für so einen kurzen Zeitraum. Das heißt, es ist sehr aufwendig einmal, dieses System, und es ist auch relativ empfindlich, also sehr fehleranfällig. Das heißt, die meisten dieser Werte waren dann auch noch falsch, da war dann überhaupt gar kein Regen gefallen. Und eine typische Fehlerquelle, die habe ich jetzt einmal hier schematisch dargestellt. Und das ist kein Witz, also das ist wirklich eines der häufigsten Fehlerquellen in diesen hochempfindlichen Datensätzen. Irgendwie hatte ich kein Glück mit dem. Es geht nicht mehr weiter. Also ich das Ding da mach oder verwende. Okay, also, das heißt, es lohnt sich aber durch diese 1 Milliarde Werte sich durchzukämpfen, denn wir können hinter diesen scheinbar so zufällig verteilten starkregen Ereignissen ein Muster erkennen. Wir sehen zum Beispiel schon einmal Braunsbach im Mai 2016, Berlin im Juni 2017. Das heißt, okay, es sind schon mal so die Sommermonate. Es hat anscheinend irgendwas mit der Temperatur zu tun. Und wenn Meteorologen nach Mustern suchen, dann gucken sie sich immer solche Wetterkarten an. Und da sehen wir jetzt die Verteilung der Hoch- und Tiefdruckgebiete über Europa. Und ich zeige jetzt einfach mal kurz hintereinander die beiden Druckkarten für Mai, also für Braunsbach und für Berlin, das Berlin-Unwetter. Und ich glaube, auch wenn man nicht Meteorologie studiert hat, sieht man da irgendwie so einen gewissen Zusammenhang oder eine gewisse Ähnlichkeit. Man sieht nämlich, dass ein roter Name direkt über Deutschland steht. Und einmal ist es ein weiblicher Name, einmal ein männlicher, aber es sind beides Tiefdruckgebiete. Ein Tief, das mitten über Mitteleuropa liegt, und deswegen hat man diese Großwetterlage getauft auf den kreativen Namen Tiefmitteleuropa, weil ein Tiefdruckgebiet über Mitteleuropa liegt. Und genau, das sorgt dafür, dass heiße, feuchte, warme Luft aus dem Süden nach Deutschland kommt und da eben das Risiko für solche Starkregenereignisse extrem steigt dadurch. Das heißt, das ist sehr entscheidend, woher kommt der Wind, also woher kommt die Luft, die hier bei uns für unser Wetter sorgt. Und das ist jetzt mal zum Abschluss ein paar Karten wieder von Hessen, die einfach mal zeigen, wie hoch das Starkregenrisiko ist, je nachdem, von wo der Wind kommt. Und wenn wir jetzt so blaue Farben, wenn da blaue Farben auftauchen auf der Karte, dann wird das Risiko eben stärker. Und das kann ich machen, indem ich einfach den Wind drehe. Ich drehe von Norden nach Nordwest, jetzt kommt die Luft aus dem Westen, es wird immer blauer, jetzt drehe ich auf Süd und dann eben ganz direkt aus südlicher Richtung. Dann haben wir eben extrem hohes Starkregenrisiko und dann nochmal diese spezielle Unwetterlage tief Mitteleuropa, da ist es dann eben besonders blau. Ja, warum macht man das? Warum sucht man nach so einem Zusammenhang zwischen diesen Starkregenereignissen und der Großwetterlage? Das macht man, um eben eine bessere Vorhersage zu bekommen von solchen Katastrophen, dass man sich auch besser darauf einstellen kann, dass man sich besser anpassen kann und dass man auch den Einfluss des Klimawandels besser abschätzen kann. Also man versucht quasi, nicht nur, also wenn man quasi einen Trend für die Zukunft berechnen will, dann muss man mit berücksichtigen, okay, wie entwickeln sich auch diese Großwetterlagen? Also wenn wir zum Beispiel diese Tiefmitteleuropa-Wetterlage, wenn die häufiger wird, dann werden auch Starkregenereignisse häufiger. Und im Moment sieht es eben danach aus, dass es so ist, dass wir tatsächlich einen positiven Trend haben. Wir bekommen immer mehr von diesen Starkregenereignissen. Das heißt, so Videos wie das, was ich vorhin gezeigt habe, werden leider auch häufiger werden. Und diese ganze Untersuchung, das Auswerten dieser Daten ist eben deswegen so unglaublich wichtig und unglaublich wichtig auch für unsere Zukunft, weil wir uns dann eben auch besser auf solche Situationen vorbereiten können, wie es jetzt hier gezeigt wird. Und damit vielen Dank für die Aufmerksamkeit.